Salzburg gibt es jetzt auf Video. Die violette Erfolgsgeschichte zeigt die packendsten Szenen und schönsten Tore aus Bundesliga und UEFA Cup zusammengefasst auf 90 Minuten. Bei den letzten beiden Heimspielen der Wiener Austria gegen Innsbruck hat Peter Stöger die entscheidenden Tore erzielt. Für die Austria. Die neue Nummer 10 der Tiroler heute gegen seine alten Freunde aus Wien auf? Ich spiele gegen einige sehr gute Freunde von mir. So gesehen muss ich sagen, ist das Spiel sehr reizvoll gegen die Austria, aber im Prinzip sucht sie vielleicht blöd, aber ich spiele wie das andere. Austria Memphis gegen FC Tirol Innsbruck, einer von drei Schlagern. Salzburg probt gegen die neue Rapid-Mannschaft den Europacup. Und das 67. Linzer Derby. Naja, da könnte ja einiges los gewesen sein heute in den Stadien. Herzlich willkommen bei unserer Sendung Fußball. Salzburg probt also für den Europacup, für das Qualifikationsspiel gegen Maccabi Haifa am Mittwoch. Und es wird geprobt gegen Rapid. Trainer Otto Baric hat eine stärkere Mannschaft als zuletzt versprochen, denn die Salzburger wirkten noch nicht so kompakt wie in der vergangenen Saison. Und aufgepasst, Rapid kommt mit einer neuen Mannschaft mit den alten Tugenden. Und vor dem ersten Heimspiel der Saison gab es eine Ehrung für die besten Torschützen der vergangenen Saison. Dass ich jetzt zwei ganz besonders guten Fußballern von Casino Salzburg eine Trophäe überreichen kann, die die Sendung Fußball und Kicker als Sponsor stiftet. Der Torschützenkönig-Pokal, ein eingraviertes Porträt in einem Glas-Kristallkörper. Heimo Pfeifenberger mit 14 Toren und Nika Jurcevic und Franz Berger, der Direktor von Kicker, überreicht euch das. Und ich auch, Heimo. Danke, ja. Herzliche Gratulation. Nico, 14 Tore gemeinsam mit dem Heimer ist eine seltene Geschichte, hat es in Österreich noch nie gegeben. Gibt es das vielleicht nächstes Jahr wieder bei Salzburg? Ach, hoffentlich wird auch nächstes Jahr. Ich hoffe, dass wir werden nächstes Jahr auch viele Tore geschossen, aber vielleicht noch mehr als dieses Jahr. Einer legt dem anderen auf. Ja, stimmt, wie voriges Jahr. Okay, der Heimer ist heute nicht im Dress, was ist los? Ja, ich habe noch eine leichte Knieverletzung, also, aber für Mittwoch, glaube ich, schaut schon ganz gut aus. Jetzt habt ihr noch einen in der Mannschaft, den Ralf Hasenhüttl, der war Dritter in der Torschützenliste, sparen das auch an? Ja, dann werden wir halt nächstes Jahr zu dritt Torschützenkönig, macht ja nichts. Okay, und am Mittwoch gegen Maccabi geht's los wieder? Geht's los, ist für uns sicher das wichtigste Spiel im Herbst und ich glaube, wir werden das sicher positiv über die Runden bringen. Und heute, Nico, wer spielt er? Ja, ich bin heute auch optimistisch, ich glaube, wir werden zwei Punkte machen. Und Salzburg-Trainer Otto Baric mit seinen beiden Assistenten kann sich beruhigt zurücklehnen. Offenbar machen alle Jagd auf den 25.000 Schilling-Pokal, den der Osttiroler Glaskünstler Josef Reuko geschaffen hat. Erste Aktion jetzt über die rechte Seite, Franz Aigner. Bei den Salzburgern fehlt ja Feiersinger, Pfeifenberger, wie gesagt. Und die erste Riesenmöglichkeit durch Mladen Mladenovic verhindert Rapid-Torhüter Michael Konze. Bei Rapid, hier Feurer und Trainer Ernst Tokopil. Bei Rapid, da fehlt der gesperrte Marasek. Auf der linken Seite Jovanovic, der hier Jurcevic nicht aufhalten kann. Gefühlvolle Flanke und Hasenhüttl. Auch er scheitert in den Anfangsminuten an Rapid-Torhüter Michael Konze. Das regt natürlich Otto Baric auf, er will ein Tor sehen, vor allem ein rasches. Das würde das Selbstvertrauen seiner Mannschaft selbstverständlich steigern. Sehr viele Zweikämpfe im Mittelfeld, die Rapidler haben auch Selbstvertrauen durch ihre kämpferische gute Leistung aus der ersten Runde. Hasenhüttl, schöne Flanke, Mladenovic und das 1:0 in der 15. Minute. Herrliche Vorarbeit von Ralf Hasenhüttl und der neue Mittelfeldstar bei den Salzburger Mladen Mladenovic, das 1:0. Hier diese Szene noch einmal in der Wiederholung. Michael Konsel, der so gut gehalten hat zuvor, hat hier ein bisschen Pech, drücken wir es so aus. Noch einmal in der Wiederholung, über Schöttl senkt sich der Ball zu Mladenovic.
Jubel natürlich auch bei den Zuschauern, Superstimmung wie immer in Salzburg-Lehm. Und der Druck der Salzburger wird stärker. Petzl bekommt nach diesem Foul an Jurcevic von Schiedsrichter Karl Finzinger die gelbe Karte. Und genauso gut Aigner nach dieser Attacke an Hartz. Es geht also hart zu. Jovanovic. Rapid versteckt sich nach dem Verlust nur nicht. Kein Offside. Kübauer, die Möglichkeit zum Ausgleich, aber zu wenig konzentriert vor Torhüter Otto Konrad. Dietmar Kübauer scheitert. Ganz locker scheint Ernst Dokkopil zu sein. Achtung auf diese Szene. Kopfball von Petzl. Handspiel, ich glaube, es ist Fürstaller. Schauen wir uns die Szene noch einmal in der Wiederholung an. Finzinger lässt weiterspielen, aber hier sieht man es. Handspiel im Strafraum, aber das Spiel geht weiter. Aber all das heizt natürlich die Gemüter bei der großen Hitze im Lehner Stadion an. Petzl, Eckball für Casino Salzburg. Hier haben wir Michael Konsul, konzentriert. Jeder hat seine Aufgabe. Der Eckball kommt gut herein. Hasenhüttl und 2:0. Jubel bei Ralf Hasenhüttl, aber Schiedsrichter Finzinger meint, er habe schon abgepfiffen, während der Ball geflogen ist und annulliert diesen Treffer. Sehr zum Leidwesen von Otto Baric, der zurückgehalten werden muss. Ja, man sieht hier kleine Rangelei zwischen Petzl und Hasenhüttl, der den Ball ins Tor befördert. Es bleibt vorläufig beim 1:0. Es wäre ein sicherer Vorsprung für die Salzburger gewesen. Dann Herach. Biwanik bringt den Ball nicht unter Kontrolle. Leo Leiner, der Kapitän und umsichtige Libero. Hütter, schneller Antritt. Mladenovic, Hütter geht Schöttl auf und davon, der rutscht in den Ball, hat ihn auch. Aber Schiedsrichter Finzinger pfeift faul. Zu Recht, attackiert von hinten, aber Schöttl hat den Ball gespielt. Er gibt Rot. Rote Karte in der 29. Minute für den Rapid-Libero Peter Schöttl. Hier noch einmal. Attackiert von hinten, ist nicht gestattet, spielt aber den Ball und Hütter fällt über den Ball. Naja, bilden Sie sich selbst Ihr Urteil. Freistoß, Mladenovic am Ball, hat das zuvor gestern im Training geübt. Gut geübt, denn das 2:0 in der 31. Minute, das zweite Meisterschaftstor für Mladen Mladenovic. Die Salzburger Fans hoffen natürlich auch auf Tore im Europapokal von Mladenovic. Konsul hat gegen diesen Freistoß keine Chance. Petzl holt sich Rat, er spielt jetzt Libero. Dokkopil stellt ein bisschen um. Labung ist auch notwendig. Und die Welle zu Recht im Lehner Stadion. Die Salzburger spielen bis jetzt ganz fantastisch und sind auch nun numerisch überlegen. Aber Rapid kämpft um jeden Zentimeter Boden. Jurcevic hat sich durchgetankt. Riesenmöglichkeit auf das 3:0, knapp vor Seitenwechsel. Aber der Ball springt vor ihm auf und er kann Konsul nicht bezwingen. Hier noch einmal. Wartet richtig, bis der Ball ganz unten, fast am Boden ist, aber knapp vorbei. Und so steht zur Pause, zur Zufriedenheit der 13.000, 2:0. Dann kommt der Ex-Salzburger Gaga statt Yamanis. Zuvor hat schon Salzburg gewechselt, Winkelhofer statt Aigner. Kübauer. Rapid kämpft, Volley, herauf, aber er vergibt diese Riesenmöglichkeit. Puskas hatte zuvor auch eine gute Chance, den Anschlusstreffer für Rapid zu erzielen. Hier noch einmal die schöne Flanke von Kübauer. Volley-Versuch von herauf, fehlgeschlagen. Es bleibt beim 2:0. Gute Attacke von Peter Artner. Hasenhüttl holt sich den Ball aus der eigenen Hälfte. Bekommt ihn auch wieder. Lässt weiterlaufen für Mladenovic. Schießt er sein drittes Tor? Drüber. Aber er ist sicher einer der stärksten Neueinkäufe bei den Salzburgern. Und Funke Feurer, der Tormann-Trainer, scheint zu wissen, was hier auf seine Mannschaft zukommt. Aber Faustabwehr jetzt von Otto Konrad, der plötzlich in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Die Rapidler kämpfen unverdrossen weiter. Bürk. Konrad ist heraußen. Vertrippelt sich. Noch immer Bürk. Bringt den Ball vorbei. Getümmel im Strafraum. Herauf. Und Glück für den Ausflügler Otto Konrad. Herauf ans Lattenkreuz. Die Salzburger, die technisch bessere Mannschaft, die Rapidler beeindrucken aber mit ihrem Kampfeswillen. Dann Freisecker, der ebenfalls eingewechselt wurde, statt Kotzian. Guter Schuss. Und jetzt hat Konsul Glück.
Freisecker, der sich nahtlos in die Mannschaft eingefügt hat, trifft hier ebenfalls nur die Stange. Aber schön langsam wird die Überlegenheit der Salzburger immer größer. Unwahrscheinlich der Wille und der Einsatz von Ralf Hasenhüttl lässt hier Petzl stehen. 89. Minute. Er krönt eine hervorragende Leistung, nicht nur mit diesem Hasenhüttl-Rad, sondern mit dem 3:0. Man sieht, Otto Baric hat Hasenhüttl, der bei Wiener Austria verunsichert war, offenbar sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Casino Salzburg schlägt Rapid verdient 3:0. Zuerst muss ich mal sagen, dass es wirklich super ist, in der Mannschaft zu spielen. Es läuft jeder für einen anderen. Es ist einfach ein super Charakter in der Mannschaft. Und auch in diesem Stadion zu spielen, vor so einer Kulisse, und da macht das Tor, schießen kann es einfach doppelt Spaß. Und es war für mich eigentlich nicht nur eines meiner schönsten Tore, sondern auch eines meiner wichtigsten und eines, was mich wirklich sehr glücklich macht. Spiel 1 auf dem Totoschein, also Torwette 3:0 und Tipp 1. Die Salzburger scheinen vor dem Europacup also so richtig in Form zu kommen, und Rapid muss sich dieser Leistung sicherlich nicht schämen. Innsbruck hat Hans Kranke und sein